Grüß Gott noch einmal jetzt live hier aus dem Wiener Prater. Erich Weiß hat als Pferdeexperte natürlich das Programm besten studiert und Gerd Meyers Pferd Assoe in diesem ersten Rennen hat am Eventualtoto mit 17 für 10 auch klar die Gunst des Wettpublikums für sich. Also Gerhard Meyer geht als Favorit in diesen ersten Europameisterschaftslauf. Die Pferde sind bereits auf der Bahn und exakt um 15.02 Uhr soll hier der erste dieser fünf Wertungsläufe gestartet werden. Wir haben noch ein bisschen Zeit, in die Geschichte dieser Europameisterschaft zu blicken. 1969 gab es zum ersten Mal eine Europameisterschaft der Berufstrabrennfahrer. Die wurde vom Norweger Carsten Bauer gewonnen. Die erfolgreichste Nation in den bisherigen Jahren war Deutschland. Siebenmal holten Deutsche den Europameistertitel, gleich viermal Heinz Wevering, der wohl populärste Trabrennfahrer nach Hänschen Frömming aus unserem Nachbarland. Auch hier ein wenig durcheinander gewürfelt das Teilnehmerfeld des ersten Wertungslaufes. Es grassiert eine Pferdegrippe, besonders in den Bundesländern. Der späte nochmalige Wintereinbruch hat da das Seine dazu getan und aufgrund von Fieber sind einige Pferde gestrichen. Und so gab es auch für Gunnar Egel und für den Finnen Taivainen neue Pferde. Mit Nummer 6 geht Sten Juul, der erfahrene Däne, ins Rennen. Sein Pferd Atatil, nach wie vor klarer Favorit hier in diesem ersten Wertungslauf mit einer eventuell Toto-Quote von 22 für 10. Der Österreicher Gerhard Meyer. Chancen werden in diesem Lauf sicherlich auch der Deutsche Michael Hönemann haben, der mit Regent Z mit der Nummer 1 ins Rennen gehen wird. Dann auch mit der Nummer 10. Auke Swanstedt, Tanja L. sein Pferd. Da haben wir den Österreicher, der heuer, hat es ja im Interview bereits erwähnt, einige Probleme hat. Sehr selbstkritisch auch über seinen Erfolg gesprochen hat. Sicherlich niemandem die Schuld geben wird, sollte es heute nicht klappen. Für ihn logischerweise auch ein Startplatz bei der Weltmeisterschaft in Ohio, heuer im Herbst das große Ziel. Da ein Blick auf Michael Hönemann, der im Westen Deutschlands stationiert ist, war Vize-Champion im Jahr 1994 hinter Heinz Wevering, an dessen Spitzenposition gibt es nichts zu rütteln. Da ist er einfach zu gut, hat zu viele gute Pferde in seinem Stall. Ein Außenseiter, nicht im ersten Lauf, überhaupt für die Veranstaltung hier in Wien, der Spanier Vera Rossello. Spanien hat der Trabrennsport zuletzt sehr viele Impulse bekommen. Auf Mallorca oder Menorca, auf den bekannten Ferieninseln, gibt es viele Renntage. Und so ist es nicht verwunderlich, dass der Spanier auch schon 400 Siege in seiner kurzen Karriere, er ist immerhin erst 28 Jahre alt, nach Hause fahren konnte. Der prominenteste Teilnehmer vom Namen und auch von der Siegzahl gesehen ist Gunnar Eggen, der Norweger. 4000 Siege, sicherlich schon ein bisschen mehr, stehen bei ihm zu Buche. Er fährt im ersten Lauf die Nummer 14, Dimstar, ein Ersatzpferd, nachdem Harry, der im vorerst zugelost wurde, wegen der schon angesprochenen grassierenden Pferdegrippe nicht fit auf die Rennbahn hier nach Wien gebracht werden konnte. Distanz des ersten Wertungslaufes 1800 Meter. Es geht für die Besitzer hier um 22.000 Schilling und für die Fahrer um Geldprämien. Bernard Auger mit Start Nummer 5, Ipsy W. sein Pferd, ist am Toto einer der Außenseiter mit 166 für 10. Ein Mann, der in Frankreich in der Grand Nation des Pferderennsports sehr prominent ist. Begeisterter Fußballanhänger von Paris Saint-Germain und Fahrer von Vourazy, der Ausnahmestute, die schon den Prix d'Amérique gewonnen hat. So, in wenigen Augenblicken geht's los. Das Kommando Start frei ist bereits
über den Lautsprecher gekommen. Die Pferde nehmen Aufstellung hinter dem Startauto und hier haben wir für Sie neu, auch für uns, eine Kamera am Gitter des Startautos montiert. Wollen Ihnen also sehr eindrucksvoll hier Impressionen liefern. Hinter dem Auto werden die Pferde ja sehr heftig, regelrecht heiß. Und da kann man doch einen sehr guten Eindruck gewinnen, mit wie viel Gefühl und welcher Konzentration hier also hinter dem Startauto bereits gefahren wird, um eine gute Position nach dem Kommando Pferde ab zu bekommen. So. Die Europameisterschaft 1995 ist eröffnet, der erste Wertungslauf gestartet. An die Spitze setzt sich mit der Startnummer 8 der Schweizer Sutterlin mit Blecki von Birkenhof. An der Innenkante mit der 7 der Österreicher Gerhard Meyer, der also auch eine ausgezeichnete Position gleich zu Beginn gefunden hat. Nach wie vor ja Gerhard Meyers Pferd, das am Toto favorisierte mit dem Eventualtoto von 22:1. Ein Angriff des Niederländers Hugo Langeweg, der sich hier mit Radetzky im Rasch jetzt aus der ersten Kurve heraus die Führung gesichert hat, taktisch in der Halbspur fährt, um die Konkurrenten nicht überholen zu lassen. Vorne also der Niederländer Langeweg, an der zweiten Position außen der Österreicher Gerhard Meyer, innen der Schweizer Sütterlin, hinter Meyer der Deutsche Hönemann, der Belgier Lano, innen liegt der Deutsche Hönemann, außen Bernard Ogier. So geht es in den Stadionbogen hier. Von hier weg noch eine knappe Runde zu fahren. Radetzky mit Hugo Langeweg, mit dem Europameister aus dem Jahre 1992. An der Spitze. Es geht auf die Gegengerade. Gerhard Meyer hält sein Pferd an der zweiten Position außen. Es wäre sicherlich für ihn sehr, sehr wichtig, hier gleich mit einem guten Resultat Selbstvertrauen für die weiteren Rennen zu holen. Und das ist ja seine einzig echte gute Chance. Assoe. Meyer hat die Führung übernommen. An der Außenkante wird er aber von Gerhard Lano, dem Belgier, bedrängt. Geht in den Schlussbogen. Langeweg fällt zurück, verliert Platz um Platz. Gerhard Meyer kämpft innen gegen den Belgier Gerhard Lano um die Führung. Ja, taktieren ist jetzt vorbei. Jetzt sind die Pferde bereits im Einlauf. Die letzten 200 Meter. Und es sieht für den Österreicher sehr gut aus, für den 35-jährigen Salzburger. Favoriten bringt das so ins Ziel. Außen noch ein vehementer Angriff des Schweden Svanstedt. Meyer oder Svanstedt, und Gerhard Meyer gewinnt vor Svanstedt und Lano dem Belgier. Also ein toller Auftakt hier für Gerhard Meyer. Das gibt ihm sicherlich Selbstvertrauen. Ein Rennen nach Maß mit dem Favoriten hat sich bald in eine gute Position gebracht. Dann lange zugewartet außen. Das Feld kontrolliert, im Einlauf konnte er sich dann lösen und Gerhard Meyer holt sich 19 Punkte für den Sieg, der Rang. Der zweite Platz für den Schweden Åke Svanstedt, dafür gibt es 14 Punkte und 11 Punkte für den dritten, für den Belgier Gerhard Lano. Soweit ein erster Bericht hier vom ersten Wertungslauf der Europameisterschaft in der Kreau, zurück ins Studio.